Tja, Irgendwie. Ich hätte meine Pokémon nicht allzu viele Attacken lernen, die ich hier als TM habe. Ja, naja. Hallo. Das ist ein Bilderbuch für Pokémon. Aha. Mein Gott. Gleißendes Licht der Z-Kraft. Wenn ein Trainer seine Willenskraft und Stärke auf sein Pokémon überträgt, erreichen sie für einen Augenblick den gleißend hellen Zenit ihres Könnens und dann fesseln in einer mächtigen Attacke alles, was in ihnen steckt, ihre Z-Kraft. Schutzpatrone unter Sternen. Es wird gemeinhin angenommen, dass die auch als Kapu bekannten Schutzpatrone Alolas von Alters her jeweils über eine bestimmte Insel wachten. Dies wird jedoch vermehrt als Lesart der neueren Geschichtsschreibung aufgefasst. Vielmehr hat es den Anschein, als hätten die Kapu in der Vergangenheit nach Lust und Laune Inseln besucht, um sich dort mit Menschen und Pokémon zu beschäftigen und irgendwann wieder unbekannten Ziels aufzubrechen. Doch womöglich waren dies nur scheinbar ziellose Besuche, waren dies nur scheinbar ziellose Besuche, denn es liegt in die Vermutung nahe, dass die Kapu so versuchten, den Austausch zwischen den Inseln zu fördern. Jo. Was hätte mein Vati eigentlich für eine Kraftreserve? Das ist eine gute Frage, das habe ich noch gar nicht geprüft. Erwachende Strahlen Alolas. Nachdem ich den Titel des Inselwanderschaftschamps errungen hatte, steuerte ich in einer Mischung aus Siegesrausch und jugendlichem Leichtsinn eine weit entfernte Region an, um mein Können sogleich unter Beweis zu stellen. Doch die Trainer in der Stadt, in der ich meine Zelte aufschlug, waren stark. Unfassbar stark. Hätte ich als frischgebackener Champ den Weg des geringsten Widerstands gewählt und mich daheim auf meinen Lorbeeren ausgeruht, wäre mir sehr viel Kummer erspart geblieben, dachte ich voller Reue, doch mein Ehrgeiz wollte Taten sehen und Spuren hinterlassen. Und auch mein Partner spornt mich heute wieder an, sodass wir uns mit all unserer Kraft für die gestrige Schmach revanchieren mögen. Hui! Weißt du noch, mein Bart, was null Betzangriff die Pforte? Ja, stimmt. Habt mir damit ein Competitive Ampharos gezüchtet. War der größte Fehler, weil es lang gedauert hat. Das kann ich mir vorstellen. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Moment. Professor, hi. Angeblich gibt es in der Bibliothek ein Buch über das legendäre Pokémon, das man als die Sonne Alolas bezeichnet. Na Mensch. Hi. Alola, Riku. Durch die Inselwanderschaft bist du mit den Regionalformen der Pokémon bereits bestens vertraut, oder? Ja. Das habe ich mir gedacht. Die Regionalform. So nennt man es, wenn ein Pokémon durch den Einfluss seiner Umgebung Form und Typ ändert. Falls du einmal die Regionalform eines Nobilikat im Team haben solltest, zeig es mir bitte. Okay. So. Gut, dann. Dann wollen wir doch tatsächlich mal. Ganz schnell. Moment, wo war's? Hier war's. So. Dann wollen wir doch mal ganz kurz nachsehen. Hey, na. Was für eine Kraftreserve hätte denn mein Vati? Elektro. Wow. Okay. Ist aber wenigstens eine stärkere Elektroattacke als der Donnerschock. Von daher, warum nicht? Ne? Warum nicht? Und ja, scheiß auf den Bodycheck. Ja. Beste Kraftreserve für ein Elektro-Pokémon. Typ Elektro. Hey, ich krieg wenigstens Step drauf. das ist aber auch alles. Hey, Miltank. Mein Starter. Weiß ich gerade gar nicht mehr. Wasser wäre cool gewesen. Ja, stimmt. Oder Pflanze. Ja, Eis. Ja, Eis. Eis wäre auch ganz okay. Marikek, gucken wir noch mal. Kampf. Bringt mir jetzt nicht wirklich was.
Gut gegen Eis-Pokémon, ja. Gegen Eis und Stahl. Nee. Nee, nee. Ja, Eis, Stahl, Unlicht, normal. Gegen Unlicht habe ich Fee. Das ist also Wurst. Und ich meine, ich habe zwei Pokémon mit Kampfattacken. Von daher ist mir der Kampftyp tatsächlich auch relativ egal. So. Na denn. Nun denn, nun denn. Ach Quatsch, was mache ich denn hier? Was mache ich denn da? Hier muss ich doch lang. Okay. Wo eigentlich? Weil hier Gemeindezentrum. Ah. Guck mal. Als ich jung war, bin ich viel gelaufen. Erst habe ich mich aufs weiße Viereck gestellt. Von dort aus ging es weiter zum weißen Dreieck. Dann vorbei am schwarzen Dreieck, schwarzen Kreis, weißen Kreis, schwarzen Dreieck, schwarzen Viereck, weißen Kreis und weißen Dreieck. Bis ich wieder auf dem weißen Viereck stand. So viel konnte ich damals. Okay. Moment, Moment, Moment. Das muss ich mir gerade mal notieren. So. Sekunde. Also. Weißes Viereck. Zum weißen Dreieck. Zum schwarzen Dreieck. Zum schwarzen Kreis. Zum weißen Kreis. Zum schwarzen Dreieck. Moment, vorbei am schwarzen Dreieck. So, vorbei am schwarzen Dreieck. Weißen Kreis, schwarzen Dreieck. Schwarzen Viereck. Weißen Kreis. Und weißen Dreieck zurück zum weißen Viereck. Okay. So. Ist auf ein Muster getreten. Ja. So. Weißen Viereck und weißen Dreieck. So. Dann vorbei am schwarzen Dreieck. Schwarzer Kreis. Einen Fehler gemacht? Was? Muss ich doch aufs schwarze Dreieck erst drauf? Nö. Okay, nochmal. So, komm, ja. Okay, Muster. Schwarzes Dreieck. Weißes Dreieck, schwarzes Dreieck. Schwarzer Kreis. Weißer Kreis. Schwarzes Dreieck. Schwarzes Viereck. Weißer Kreis. Weißes Dreieck. Weißes Viereck. Junges Fräulein, du bist also meiner Wegbeschreibung gefolgt. Ich habe gesehen, wie munter du gelaufen bist. Hey, 5 Topschutz. Na, warum nicht? Hahaha. Jetzt die Reihenfolge aus dem Kopf aufsagen. Noob, ich habe mir das damals im Kopf gemerkt. Ja. Ich habe YouTube-Tutorial gesehen. Motto Noob. Sorry.
Solange du jung bist, solltest du immer munter weiterlaufen, sowohl an Orte mit als auch an Orte ohne Pokémon. Laufen ist gesund. Ja, ja. Ich denke mal, ich hätte es mir auch merken können. Ich hatte noch keinen Bock. Ich war faul. Ich werde gerade per Linkkampf von jemandem namens Zockback Zock platt gemacht. Keine Ahnung, wer das ist, aber er hat's wirklich drauf. Ich bin's nicht. Ah, dein Frobeiler und du? Ihr wollt irgendwann Freunde werdet? Oh, Frobeiler scheint mich nicht allzu sehr zu mögen. Was sagt sie zu meinem Evoli? Ah, dein Evoli und du? Wir wollen irgendwann Das gefällt mir gerade nicht so wirklich. Moment. Wobei er so, ey du Noob, gib mir mehr Beachtung. Ja, so in der Richtung, ne? Schon doof. Schon doof. Super. Und das Pokewiki sagt zu diesen Aussagen, hat zu diesen Aussagen hier noch keine Infos. Toll. Nee. Das Kissen sah gerade aus dem Augenwinkel so ein bisschen aus wie ein Herrschersticker. Das Faro, doch. Evoli hat eine Sanftglocke. Nur, es ist halt ein paar Mal schon verreckt. Leider. Du bist auf Inselwanderschaft, nicht wahr? Dann habe ich das hier für dich. Eine Skurrilo-Skulptur. Aha. Skurrilo-Skulpturen sind den Schutzpatronen der Inseln Alolas nachempfunden. Manch einer verwendet die Skulpturen der Schutzpatronen auch als Talisman. Aha. Okay. Dann meinetwegen. Ganz egal, ob Sonne oder Regen. Ich habe immer Lust zu tanzen. Dann mach das halt. Ist mir voll egal, Mann. Das ist mir voll egal. So, dann geht's jetzt aber mal hoch. Und wir sehen im Hintergrund schon das coolste Mädel im Spiel. Das Buch ist sehr wertvoll. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es überhaupt ausleihen dürfen. Meinst du vielleicht das hier? Komm mal hier rein. Wie? Oh, vielen Dank. Mal sehen. Oh, hier. Der Titel lautet Das Licht von Alola. Plötzlich tat sich am leeren Himmelszelt ein Loch auf und heraus trat eine Kreatur, die vom König Alolas als Sonnenverschlinger verehrt wurde. Umhüllt von gleißendem Licht rang die Kreatur die Schutzpatrone der Insel nieder und machte irgendwas. Mist. Die Kreatur der Sonne und ihr Gegenstück, die Kreatur des Mondes, so neues Leben, über welches zu wachen die Schutzpatrone bestellt wurden. Um ihrer Dankbarkeit gegenüber dem Sonnenverschlinger Solgaleo Ausdruck zu verleihen, ließ man fortan den Klang zweier Flöten an einem Podium ertönen. Nein, Orgeth Maho ist auch nicht das coolste Mädel. Das coolste Mädel ist definitiv, im Deutschen heißt sie, glaube ich, Lola, im Englischen Acerola, finde ich viel cooler den Namen, Best Grill, Spannend, oder? Die Bücher meines Vaters sind also mitreißend. Ich bin übrigens Lola. Wie bitte? Aber wie kommt es, dass dein Vater solch ein altes, wertvolles Buch besitzt? Tja, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich stamme von einem alten, ziemlich beeindruckenden Volk ab. Das Buch muss leider in der Bibliothek bleiben, damit es nicht von Pokémon angeknabbert wird. Ich kann euch noch viel mehr über die Legenden Alolas erzählen. Oh, das freut mich zu hören. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile hier. Auf dich wartet die nächste Prüfung, richtig? In einem meiner Bücher stand, dass die Prüfung vom Typ Elektro auf Ula Ula nur über den Bus von Route 10 aus erreichbar sei.
Jo. Dann wollen wir da doch mal hin. Hey Lola, du bist auf Inselwanderschaft, stimmt's? Von hier aus kommt man recht schnell zur Prüfung am Hokulani-Berg. Man kann die Prüfungsstätte aber nur mit dem Bus erreichen, der von Route 10 aus fährt. Okay. Man muss echt erst schlechte Bücher gelesen haben, um gute erkennen zu können. Ja, das stimmt wohl. Hey, ein Herrschersticker. Die ersten Seiten eines Buchs zu lesen ist, als würde man sich in ein neues Abenteuer stürzen. Wow. Maho heißt im Englischen Mellow, so wie Marshmallow. Süßer geht es nicht. Ja. Nur, ich sag's mal so gerne wie Mellow kocht, ne? Ist sie immer nah am Feuer. Ein Marshmallow zu nah am Feuer ist nicht nur süß, sondern auch extrem klebrig. Und das ist dann nicht mehr ganz so toll. In meinen Augen zumindest. Von daher, ne? Schleimer essen Müll. Wenn sie keinen mehr haben, besteht die Gefahr, dass sie das Gebäude fressen. Eine gute Reinigungskraft muss also dafür sorgen, dass immer genug Müll vorhanden ist. Ja. Ein Marshmallow zu nah am Feuer ist Feuer. Es ist auch eine Möglichkeit, das zu sehen, ja. Hey, na? Ja, die Vogel-Pokémon in Alola würde ich nicht unbedingt als zutraulich, sondern eher als temperamentvoll be bezeichnen. Dann hängt sie halt ein wenig an dir, ist doch toll. Wow. Wow. Nee, ich mag Spoopy Lola viel lieber. Ist aber alles persönliche Empfindung. Hey, ich ging gerade nichts Böses an, spazieren, als mir ein Pokémon vom Baum auf den Kopf fiel. Ob das wohl Glück bringt? Na, ich weiß ja nicht. Wenn sie auf den Kopf fällt. So, dann wollen wir mal Vati hier ein wenig gegen Vogel-Pokémon antreten lassen. Wenn hier schon ein vermutlich Ibitak auftaucht. Hey, Mensch. Dum, 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 da-dum, da-dum, da-da-da-dum. Kraftreserve. Los geht's. Oh yeah, Statik. Direkt mal beim ersten Hit. Nice. Schmeiß mal einen Ball nach dir. Ich brauche fürs Resort noch ein paar Pokémon auf der Bank. Auf der Box. Nicht Bank. Auf der Pokémon Bank habe ich mehr als genug Pokémon. Ich weiß gar nicht, ob ich da überhaupt noch. Ob die Lizenz eventuell schon wieder abgelaufen ist. Müsste ich demnächst mal gucken. Hey, Ibitak. Yay. Seite vollständig. Nice. Wer Essbares dabei hat, sollte sich nicht in Ibitaks Revier begeben, da sonst ein Überfall aus heiterem Himmel droht. Verfressen wie sonst was, die Viecher, ey. Nee, nee, nee. Nee, nee, nee. Oh. Eine Flinkfeder. Ja, warum nicht? So, ein Supertrank nehmen wir auch mit. Ein Krabbox nehmen wir auch mit. Hi. Von deiner Sorte habe ich leider schon eins. Deswegen werde ich dich nicht fangen. Aber ich werde dich als Training für mein X-Bad nutzen. X-Bad. Oh, eine Verfolgung. Ja, gut. Mach halt. Mach halt, ne? Aeroass. Aeroass. Yay, Level 30 für Vati. Und das heißt.
Vati entwickelt sich zu Ampharos. Die Entwicklungsanimation ist so lang. Aber zum Glück kann man ein U immer sehr lange halten. Yay. Damit hätten wir die Seite auch komplett. Das Licht seiner Schweifspitze kann man selbst aus dem Weltall noch sehen. Um seinen Standort zu verbergen, macht es sein Licht zumeist aus. Aha. Na Mensch. Ampharos versucht, Donnerschlag zu erlernen. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie ist denn Ampharos physischer Angriff? Spezialangriff ist immer noch besser. Okay. Aber ja, nehmen wir einen Donnerschlag stattdessen weg, weil der Donnerschlag ist doch ein bisschen wird stärker. Minimal. Minimal ist der Donnerschlag stärker. Eine Aki-Beere und eine Grana-Beere und eine Qualot-Beere und eine Tamot-Beere und noch eine Honmel-Beere. Nee, einfach, es hat kein hartes Wesen.